Das ist viel schwerer, als ich jemals gedacht hätte. I love it. 16, 17, 18, 19. Das ist total schräg. Wie feiern Menschen in anderen Ländern Geburtstag? Das will Galileo-Reporter Martin Dunkelmann herausfinden. Also feiern wir mal los mit Gästen aus 6 Nationen. Das Besondere, jeder bringt eine Tradition aus seinem Heimatland mit. Mit dabei Südkorea, China, Australien, Venezuela, Indien und Spanien. Doch bevor die Geburtstagsparty mit 6 Nationen starten kann, muss Martin alles dafür einkaufen. Deshalb trifft er sich mit dem ersten Gast. Hallihallo. Yuno Kim kommt aus Südkorea. Dort isst man zum Geburtstag traditionell Myeokguk, eine koreanische Suppenspezialität. Hauptzutat der Geburtstagssuppe: Seetang. Weitere Zutaten sind Sesamöl und eine kräftige Fischsoße. Also die ist so bekannt dafür, dass es unglaublich doll stinkt. Lass doch mal einmal aufmachen. Oh, aber es reicht schon, wenn du wirklich an dem zuen Ding riechst. Riech mal. Wow. Ob das am Ende schmeckt? Je nach Region bereitet man die Geburtstagssuppe anders zu. Yunos Familie kocht die Myeokguk mit Rindfleisch. Doch Grundzutat ist überall der Seetang. Dieser ist reich an Nährstoffen wie Eisen und Kalzium. Er gilt in Korea als sehr gesund. Deshalb kocht man dort die Suppe oft für schwangere Frauen. Warum isst man jetzt genau die Suppe zum Geburtstag bei euch? Als du geboren wurdest, hat deine Mom ja sozusagen diese Suppe auch gegessen. Mm. Und um das zu gedenken, isst du dann auch diese Suppe. Ach so. Yuno ist in Seoul aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie seit 12 Jahren in Berlin. Für sie gehört die Seetang-Suppe zu jedem Geburtstag dazu. Zum Frühstück macht die Mama immer so eine fette Portion. Und dann gibt's den ganzen Tag diese Suppe. Findest du das dann noch besonders oder ist es schon so ein Standardding, was man dann gar nicht mehr sehen kann irgendwann? Also es ist halt lecker und deswegen ist es nicht schlimm. Es ist ja wie so ein Kuchen. Darauf hast du ja auch trotzdem immer Lust. Naja, wie Kuchen sieht das ja gar nicht aus. Die Suppe muss jetzt noch eine Weile köcheln. Zeit für Martin, sich um das Hauptgericht zu kümmern. Und das kommt aus China. Hallo. Hi. Ling Ma bereitet für die Party mit Martin Longlife-Nudeln zu. Ein Muss auf jedem chinesischen Geburtstag. Denn die Länge der Nudel symbolisiert in China die Länge des Lebens. Ursprünglich wurde das Gericht mit nur einer meterlangen Nudel gekocht. Wie lang ist eigentlich ein Zoll? Ja, aber jetzt sind die ja ganz kurz. Da habe ich ein ganz kurzes Leben. Nee, das ist eigentlich schon lang, weil in dieser Geschichte erzählt, ein Zoll ist 100 Jahre. Ein Zoll ist 100 Jahre? Ja, da hast du schon ein paar hundert Jahre. Ach, das ist im übertragenen Sinne gemeint. Das ist natürlich gut. Genau. Dann ist das schon sehr lang. Genau, das ist schon fast 1000 Jahre. Ling ist seit 14 Jahren in Deutschland. Sie kommt ursprünglich aus Sichuan. Dort isst man die Nudeln gern sehr scharf. Besonders ihre Spezial-Chili-Soße hat es in sich. Mmh. Oh, scharf. Die Longlife-Nudeln richtet Ling mit der Soße und verschiedenen anderen Gewürzen an. Fertig ist das chinesische Geburtstagsessen. Doch beim Probieren passiert Martin der erste Fauxpas. Eigentlich soll man ganz einziehen. Also wie ganz einziehen? Dann nimmst du ein bisschen weniger und damit dein Mund nicht so voll. Und dann ziehst du die einfach immer hoch, oder wie? Genau, zieht eine ganze Nudel rein. Ja, 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 richtig. Na klar, weil die ja mein langes Leben symbolisieren. Genau. Nicht abbeißen, ne? Also mir ist ganz egal, wie ich die essen soll. Hauptsache ich esse die, weil die mega gut schmecken. Doch für mehr als eine Kostprobe bleibt keine Zeit. Denn Martin muss noch weitere Vorbereitungen für die Party treffen. Ein paar Straßen weiter besucht er Stefanie Wilhelm. Die 59-Jährige bereitet mit unserem Galileo-Reporter einen südamerikanischen Brauch vor, die Piñata. Die Figur aus Pappmaché füllt Stefanie mit Süßigkeiten.
Später wird die Figur vom Geburtstagskind zerschlagen. Grundlage für das Ganze ist ein Luftballon. Stefanie baut seit 30 Jahren Piñatas. Ihre Mutter kommt aus Venezuela und hat den Brauch in die Familie mitgebracht. Eine der traditionellen Formen ist ein Stern mit 7 Zacken. Jede einzelne Zacke steht für die einzelnen Todsünden. Aha, es ist ein bisschen düster erst. Ja, ja, und es geht halt im Prinzip darum, das Böse zu zerschlagen, um dem Guten Platz zu machen. Symbol für das Gute sind Süßigkeiten. Hast du aber gut versteckt da unten, ne? Mit Absicht. Ja. Damit ich dann nicht so oft rankomme. Gut 1 Kilo Bonbons und Konfetti füllt Martin in die Piñata. Später zerschlagen wir die Figur. Zurück zur Party-Location. Hier wartet schon Ria aus Australien mit den Zutaten für das Dessert. Es gibt Feenbrot, ein populärer Geburtstagssnack in Australien. Das Rezept? Toast, Butter und bunte Streusel. Meine Theorie ist, wir machen Feenbrot, weil es in Australien zu heiß ist, um Zeit in der Küche zu verbringen und zu backen. Alles, was wir ohne Ofen machen können, ist super. Also einfach schnell und Zucker. Was die anderen wohl zu Zuckerperlen auf Toastbrot sagen? Die letzten Gäste treffen ein. Mit Vicente aus Spanien und Shyam aus Indien kann die internationale Geburtstagsfeier starten. Das Besondere, wir feiern mit Traditionen aus 6 verschiedenen Ländern. Los geht es mit der südkoreanischen Seetangsuppe. Kann die ungewöhnliche Vorspeise die Gäste überzeugen? Sehr gut. Ja? Mhm. Schmeckt anders als gewohnt, aber sehr gut. Durch die Algen schmeckt es ein bisschen halt wie Sushi außenrum. Ja. Und ja, schmeckt eigentlich sehr lecker. Ich finde die auch geil. Ich finde, das ist eine perfekte Vorspeise. Weiter geht es mit den langen Long-Life-Nudeln aus China. Also er ist Schärfe gewöhnt, ne? Aus Indien. Ich bin gespannt, was er zu diesem Sichuan-Pfeffer sagt. Der ist nämlich ganz anders, der prickelt so. Es ist Medium, nicht so scharf. Es ist Medium, ja? mir brennt das ganze Gesicht, weißt du? Für ihn ist Medium. Zeit, mit etwas Süßem die Schärfe zu neutralisieren. Das ist ein Dessert aus Australien, Feenbrot. Das bunte Brot erntet zunächst skeptische Blicke. Das schmeckt ganz okay. Aber es gibt auch Fans. Also als Kind hätte ich das geliebt, ne? Meine Suppe, ich war immer so voll enttäuscht. Hätte ich das bekommen, wäre ich richtig dabei. Ja. Okay, jetzt. Aber ey, ich muss da auch mal reinbeißen. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Ja, dann. Mein Problem ist, ich esse keine Butter normalerweise, weißt du? Und? Ich liebe es. Ich kann die Butter auch gar nicht mehr schmecken. Das ist doch super. Auf so viel Zucker folgen noch mehr Süßigkeiten, und zwar mit einer indischen Tradition. Doch da ist das Geburtstagskind die Torte etwas anders als bei uns. Warum lacht ihr? Wisst ihr irgendwas, was ich nicht weiß? Nee, ne? Irgendwas passiert gleich. Warum so skeptisch, Martin? In Indien füttern alle das Geburtstagskind mit Kuchen. Nimm ein bisschen. Ja? Aber das ist natürlich noch nicht alles. One, two. Happy Birthday! Okay. Das ist natürlich mehr spaßig für euch als für mich, aber ich finde das gut. Das gegenseitige Füttern ist ein Zeichen von Zuneigung. Die Torte im Gesicht dient der guten Stimmung. Den nächsten Brauch hat Vicente aus Spanien mitgebracht. Und jetzt wird's schmerzhaft für Martin, denn die Gäste dürfen kräftig an seinen Ohrläppchen ziehen. Für jedes Lebensjahr einmal. Der Schmerz soll das Geburtstagskind wachrütteln und auf die Zukunft vorbereiten. Je nachdem, wie sehr dich die Leute mögen, ziehen sie fester oder sanfter. Das war alles sehr soft, muss ich sagen. Vielen Dank. Das ist total schräg. Die Spanier, was ist mit den Spaniern los, ey? Einmal tief durchatmen, dann kommt das große Finale. Die venezuelanische Piñata.
Muss man denn Deutsch? Mit Hilfe der anderen muss Martin die Figur zerschlagen. Ein bisschen nach oben? Gar nicht so einfach, das Ganze. Dabei ist das doch nur Pappmaché. Das fühlt sich an, als wäre das aus Plastik oder aus Metall. 10 Schläge später schafft er es. Das ist viel schwerer, als ich jemals gedacht hätte. Damit geht der Geburtstag mit Traditionen aus 6 Ländern langsam zu Ende. Martins Fazit? Ich habe heute gelernt, dass man seinen Geburtstag auf jeden Fall sehr viel kreativer feiern kann, als ich das immer gemacht habe. Am besten fand ich diese Nudeln, die Suppe und die Nudeln. Und so ein Ding will ich ab sofort jedes Jahr haben, damit das klar ist. So.